Hallo und herzlich willkommen zu 15 Minuten mit Assassin's Creed Rearmed. Ja, das Spiel, ihr könnt es erkennen, aus dem Hause Ubisoft. 4,5 Sterne, 63 Bewertungen und wird von jeder von euch, der mal gezockt hat oder der in der ganzen, ihr wisst schon, was ich meine, jeder von euch mal am PC, Konsole irgendwo gezockt hat, der wird Assassin's Creed auf jeden Fall kennen und dem wird das auch was sagen. Und ich dachte mir einfach mal, ich habe es zwar auch schon mal an der PlayStation angezockt, beziehungsweise nicht an meiner eigenen, nur bei einem Kumpel, und ich dachte mir einfach mal gucken, wie das Ding im App Store abgeht und ob sie da auch was Ordentliches geleistet haben oder ob das einfach nur ein Ladenhüter ist. Das Ding ist kostenlos, könnt ihr euch einfach runterladen, der Link ist unten in der Beschreibung. Wir gucken uns hier gerade nochmal die Bilder an, es ist so eine kleine On-Top-Sicht, wenn das Bild jetzt mal laden würde, nicht nur schwarz, da, es kommt. So, you killed, okay, Revenge, das scheint einfach so, ich weiß nicht, in welchen Teil ich gezockt habe, schon mal an der PlayStation, aber da konnte man im Online-Modus auch so Leute umbringen, also man musste sich an die anschleichen und so weiter und so fort, ich weiß jetzt auch nicht, ich habe mir noch gar nichts dazu, darüber durchgelesen, deswegen, wie gewohnt, der Timer startet, währenddessen ich hier auf Öffnen drücke, falls ich den Knopf nochmal treffe heute. Und die lehnen wir ab. So, Ubisoft. Immer wieder schön, dieses Logo zu sehen. So. Willkommen zurück zum Überspringen, Berühren. Ich denke, das schauen wir uns doch mal an. Bats, das sieht doch fett aus. Schicke Moves. Wobei wir das in dieser Perspektive wohl eher nicht auf dem iPad spielen werden. Aber fett sieht es auf jeden Fall mal aus. Und zack. Tja, man sollte Frauen eben nicht unterschätzen. Multiplayer Rearmed. Okay. Wir spielen hier also keine Kampagnen, nichts, sondern wir zocken hier im Multiplayer. Also, soweit ich das jetzt verstehen habe. Sammeln Sie Synergie, um Fähigkeiten auf spektakuläre Weise zu hacken. Sie erhalten Synergie für Online-Spiele und Attentate auf Gegner. Sie verlieren Synergie bei Spielerbruch und Tod. Da dies ihr... Tutorial. Sind wir dabei. Nehme ich das Ding nochmal in die Hand. Mache ich gerade nochmal das Smartcover von meinem iPad ab. Und so, Moment, wie... Finden Sie Ihr Ziel über das Bild im Auftragsfenster. Passen Sie auf Doppelgänger auf. Na sichi, der Pfeil zeigt in Richtung Ihres Zieles, ja, das ist ja logisch, ne? Der blaue Kreis ist Ihre Interaktionszone. Antippen, um zu gehen. Tippen Sie auf einen Punkt außerhalb der Interaktionszone, um dorthin zu gehen. Dann lauf doch, da oben soll ich hin. Okay, ganz simpel. Ich gehe ein bisschen näher ans Mikro, damit ihr den Sound aufhört. Zweimal tippen, um zu rennen. Da geht er richtig fix vorwärts hier. Der Pfeil wird ausgeblendet, wenn Sie sich Ihrem Ziel nähern. Denken Sie daran, sich in der Nähe Ihres Ziels diskret zu verhalten. Aber natürlich, der Pfeil verschwindet, wenn Ihr Ziel in Sichtweite ist. Nutzen Sie Ihre Beobachtungsgabe, um Ihr Ziel auszumachen. Meine Beobachtungsgabe. Jetzt renn doch. Warum rennst du denn nicht? Ich würde sagen, das ist mein Ziel, ja? Zack, Total, 50 erstes Blut, plus 5, Sie haben Gegner getötet. Inkognito, plus 30 und plus 5, das kann ich nicht mehr lesen. Um mehr Punkte zu bekommen, nähern Sie sich Ihrem Ziel unbemerkt. Dafür werden Sie mit einem Inkognito-Bonus belohnt. Ja, den hatten wir ja gerade schon. Overkill, auch heimliche Attentate bringen Ihnen einen Overkill-Bonus. Dieser erhöht sich mit dem Waffenschaden. Danke, dass Sie sich das Tutorial angesehen haben. Hoffentlich haben Sie genug gelernt, um das Spiel zu meistern. Ja, das hoffen wir doch auch mal, ne? So. Ja, wie wir das lieben, diese Ladebalken. Diese Ladebalken sind einfach was Tolles. So, was ist das jetzt hier? Nö. Danke, Ubisoft. Möchte ich nicht. Spielen, Rangliste, schnelles Spiel... Erstellen, Bluetooth, Profil, Rangliste, Erfolge, Uplay, Lernen, das haben wir schon hinter uns, Tutorial, Training, der Herold, schnelles Spiel, Erstellen, Anpassen, schauen wir uns das doch nochmal an, bevor wir ins Spiel gehen, Shop, Rucksack, Bank, Extras, Optionen, Mitwirkende, Optionen,
Nö, das lassen wir. Und so, ja, dann spielen wir da einfach mal ein schnelles Spiel. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Waffen, ich habe noch gar keine Diamanten, nichts, kann ich mir gar nichts kaufen. Hier, Rucksack, Schuhe, Armrüstung, Schere, Messer. Naja, bringt mir alles nichts im Endeffekt. Aber eh kein Geld am Start. So, das sind die Fähigkeiten, die wir wohl mit unserer Synergie freischalten können. Eine Fähigkeit wählen, Gürtel aufrüsten für mehr. Ah, okay. Luke Florin, möchten Sie welches kaufen? Nein, wir möchten jetzt tatsächlich spielen. Warum geht das nicht? Spielen, schnelles Spiel, habe ich irgendwas übersehen? Shop, Waffen. Achso, okay. Verkleiden. Darf ich mir jetzt einen Charakter aussuchen? Nein. Sammeln Sie Synergie, um Fähigkeiten auf spektakulärste Weise. Ja, das haben wir jetzt schon gelesen eben, ne? Rochschild. Auffüllen. Okay, 20 von 100 Energie haben wir. Vergessen Sie nicht, Assassin's Creed Revolutions auszuprobieren. Ja, mal sehen, ne? Würde ich sagen. Ja, dass ich mich jetzt hier aktiv für den Multiplayer entschieden habe, dieses Spiels, habe ich natürlich nicht mit Absicht gemacht, aber ganz ehrlich. Diese App Store ist sowieso rar gesät mit guten Online-Multiplayern, deswegen ziehen wir uns das doch einfach mal an und ich denke, wir nehmen die klassische Outfit und dann mal schauen, wie das jetzt hier abgeht. 15 Sekunden liefen da gerade runter. Ich kämpfe gegen MacDaddy. Okay, es ist jetzt scheinbar nur ein One-on-One. Ich dachte jetzt eigentlich, da sind mehr Gegner drinnen. Passiert jetzt irgendwas? Okay, Verbindungsaufbau. Ich hoffe, jetzt bricht hier nichts ab und mein Internet hält das. Warten auf Spiele. Das scheint ja schon mal, dass wir nicht das Problem sind. Meine Güte, der kann auch nicht langsameres Internet haben als ich. Das ist doch kaum möglich. Men Yong. Ja, währenddessen kann ich euch ja mal wieder ein bisschen von der, weiß ich auch nicht so genau. Ne? Dann, erzähle ich euch einfach mal, wie das Wetter so ist. Das Wetter ist nämlich scheiße, das muss ich sagen, es geht mir richtig auf den Sack. Es regnet dauerhaft und, gut, ich kann weiterspielen. So, oben läuft ein Timer, ich sollte nicht stehen bleiben, das macht mich wohl verdächtig. Und wahrscheinlich auch immer im Lauf bleiben, weil die anderen Einheiten, die hier auch rumlaufen, die scheinen, okay. Ich glaube, das ist da mein Gegner. Ich glaube, ja! Uplay, Action beendet. Okay, jetzt weiß ich natürlich, jetzt weiß er ja, wie ich aussehe. Naja, was ich sagen wollte, ist wahrscheinlich immer klug, stehen zu bleiben. Und sich immer, nicht stehen zu bleiben, sondern sich immer zu bewegen. Und ich glaube, da ist er. Ich bin ein wahrer Profi. Das heißt, immer schön stehen bleiben und in Bewegung bleiben, so wie die anderen Einheiten auch. Weil sonst fällt das natürlich dem Gegner auf, dass wenn wir jetzt so hakig einfach rumstehen, deswegen tippe ich immer einfach, wie ihr das seht. Und wir achten jetzt einfach mal auf den Pfeil, ich laufe jetzt mal in die Richtung und er wird schon wieder da unten grau angezeigt. Das heißt also für uns, das ist er ganz sicher, aber ich denke mal, er hat auch gemerkt, dass wir jetzt hinter ihm her sind. Ich meine, das ist ja eigentlich nicht zu übersehen. Vielleicht machen wir jetzt einfach mal ein Rennen auf ihn zu. Oh, ich habe einen Zivilisten getötet. Und ich glaube, das ist er, oder? Nein, er hat mich getötet, scheiße. Dann war er doch nicht das. Aber das sieht doch auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Jetzt werde ich hier neu gejoint. Aber ich denke, das würde auf jeden Fall noch mehr Spaß machen, wenn hier mehr Gegner am Start wären. Ich weiß nicht, ob man irgendwann mit mehr Leuten zocken kann. Das wäre auf jeden Fall cooler. Weil so ist das ja ein bisschen langweilig, wenn wir nur zu zwei spielen. Aber sag mal, warum kriege ich denn jetzt den Pfeil nicht angezeigt? Ich weiß doch gar nicht, wo er ist. Und diese graue Hinterlegung hat wohl dann doch nichts damit zu tun. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Oh, shit! Mann. Ja, zu viel des Guten gefreut. Ich drücke jetzt einfach mal hier auch noch diese Maske. Jetzt sehe ich anders aus. Okay, hält jetzt aber nur 54 Sekunden. Und er denkt immer noch, ich hätte diesen Look. Diesen blauen Look. Roten. Was? Nee. Warum ist der jetzt weg? Gut, das war jetzt natürlich Glück. Ihr habt es ja eben gesehen, ich habe einen Zivilisten getötet. Dafür werde ich dann natürlich auch bestraft. Jedoch
ehrlich gesagt, ich spiele das jetzt zu Ende, das Spiel, weil mir wurde ja am Anfang gesagt, dass man das Spiel immer zu Ende spielen soll. Ach, was ist denn das jetzt? Ist er jetzt gecrittet oder was? Das wäre natürlich blöd. Oder das Spiel hängt einfach nur. Aber an sich finde ich es ganz cool. Ich muss nur sagen, wie gesagt, mehr Gegner am Start wäre definitiv cooler. Dann könnte man ein bisschen mehr, also dann wäre einfach ein bisschen mehr Action dabei und man wäre nicht die ganze Zeit so, einfach so ein One-on-One auf so großen Karten und das ist, dazu ist das einfach ein bisschen zu langweilig. Und ich denke, ich hole ihn mir. Da habe ich ihn schön mitgenommen. Damit hat er nicht gerechnet. So, 2 Minuten noch. Jetzt habe ich mich, glaube ich, verraten. Nee, doch nicht. Er hat mich nicht gesehen. Das ist er. Oh, fuck. Sie haben meinen Zivilisten betäubt. Oh Gott. Moment. Das ist er. Das habe ich daran gesehen, dass er nicht wie der andere Rote in die andere Richtung gelaufen ist, sondern direkt mir hinterhergelaufen ist. Ja, ich denke, wir holen hier noch ganz ordentlich Punkte. Ich meine, wenn wir mal sehen, wir haben 215, das sehen wir hier oben. Und er hat gerade mal 95. Ich denke mal, dafür können wir uns dann auch... Oh Gott, hoffentlich hat er das nicht gesehen. Ich weiß nicht, welcher von denen es ist. Aber einer von denen ist es. Aber ich weiß nicht, welcher es ist. Okay, es ist vielleicht doch keiner von denen. Ich habe keinen Schimmer. Oh Gott. Ich ahne Böses. Das sind mir zu viele. Ich drehe um. Okay, er hat mich nicht gesehen. Wir haben noch 1 Minute. Ich würde gerne noch einen Kill durchführen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß halt echt wirklich nicht, welcher er ist. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite ist. Er muss sich jetzt verraten irgendwie. Aber okay, wir müssen nach rechts. Nein. Scheiße. Oh nein! Und dann ist der dritte, weißt du? Da krieg ich's kotzen. Jetzt habe ich so viele Punkte ab. Mann. 25 Sekunden, das läuft. Wir kriegen das hin. Zeig mir doch den scheiß Pfeil an, wenn er das jetzt ist, ne? Das wäre jetzt richtig mies. Okay, er ist weiter unten. So, den holen wir uns. Wir dürfen diesen Kill nicht verlieren. Das ist er. Ja! Oh, wir haben uns gegenseitig getötet. Zu früh gefreut. Aber ich habe immerhin wieder 245 Punkte. Und das Spiel ist somit auch zu Ende. Also nicht das 15 Minuten mit, aber der erste Online-Modus, der ging jetzt 5 Minuten. Nee, brauchen wir nicht. Nee, will ich nicht. Will ich mich verarschen? Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist schön, aber ich... Ach komm, das können die doch jetzt nicht ernst meinen. Das ist sowas hasse ich. Ich möchte das nicht. Abbrechen. So. Ey, Leute, ganz ehrlich. Sowas kann man ja nicht ernst meinen, dass ich das jetzt hier wirklich machen muss. Das nervt mich wirklich. Ja, dann schreiben wir die einfach mal an. Nee, ich will das nicht machen. Ja, dann zeige ich euch jetzt nicht mehr vom Spiel, weil scheinbar muss man sich hier mit irgendwas verbinden. Oh, oder doch nicht? Höhepunkte. Okay. Endboni 70 EP gesamt, 315 Florin gesammelt. Achso, ich kann ihn hier auch adden. Kann man direkt mal ausprobieren. Okay, ich kann hier direkt zu meiner Freundesliste hinzufügen. Details, Attentate 6, Inkognito 6, Overkill 6, Rache 2. Endboni, Inventory. Mal gucken. Dann sehe ich einfach nur, welchem Level er seine Sachen hat. Okay, beziehungsweise welchem Level ich bin. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück. Und wir haben jetzt auch schon ein bisschen was an Zeug, deswegen denke ich mal, dass wir uns... Wo könnte man sich dann nochmal... Rucksack. Verkleiden. Diese Klinge kann Stoß und Stichwaffe schaden. Reichweite. Objekte aufrüsten. Aufgerüstet. Achso. Ja, das ist mir jetzt zu kompliziert hier. Ich will doch einfach nur, ne? Profil, wo ging denn das? Erfolge, Uplay, Lernen,
Der Herold anpassen. Was muss ich hier gehen eigentlich? Rucksack, Bank, Shop. Shop. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Goldshop, denn ich möchte einfach nur. Sie erhalten mehr Energie. Dauer. Ändern Sie kurzzeitig Ihre Erscheinung um den Templer. Werfen Sie eine Rauchbombe, um den Gegner zu verwirren. Ja. Haben wir schon mal eine Rauchbombe am Start. So, ja, eigentlich will ich jetzt einfach nur noch mal kurz gucken, ob man hier ein Spiel starten kann. Wo man nicht 1 gegen 1 spielt. Aber ich denke mal, ich nehme jetzt hier unsere Rauchbombe mit. Ach, ich kann nur 1 mitnehmen. Wenn ich meinen Gürtel vergrößere, kann ich dann mehr mitnehmen. So, überwältigen Sie Ihren Gegner, kaufen Sie stärkere Fähigkeiten im Shop. Ja, wir werden hier wahrscheinlich jetzt nicht mehr in das Game reinkommen. Denn wie ich gerade auf dem Timer entdeckt habe, die Zeit ging schon rum. Ich werde hier aber definitiv mal weiter zocken und mal sehen, ob das dann hier noch weitergeht. Aber ich möchte auch eigentlich gar nicht so viel mehr spoilern, aber ich empfehle euch das Spiel auf jeden Fall mal zu spielen. Es macht Spaß. So viel Enthusiasmus hat es jetzt in mir nicht aufgebracht. Ich gehe jetzt einfach mal wieder hier zurück und mache mal die Musik leiser, damit ihr mich auch hört. Es ist sehr ansehnlich, es ist flüssig, funktioniert ganz gut, es ist ein netter Multiplayer, doch ich muss sagen, ein wenig langweilig, dadurch, dass man halt wirklich nur gegen diesen einen Gegner kämpft. Natürlich ist es ganz cool, man kann auch gegen, Timer ist okay, man kann auch gegen Freunde aus der Game Center-Liste kämpfen, das ist natürlich auch ganz cool. Ansonsten, ja, es ist ein bisschen schade, dass, wie gesagt, man nur gegen einen spielen kann, vielleicht habe ich das jetzt hier auch einfach nicht entdeckt. Ansonsten könnt ihr natürlich mir da mal die Kommentare unten in die Kommentare reinhauen, wie ihr das Spiel findet. Ladet es euch mal runter, guckt es euch an. Ich bin jetzt nicht so sehr davon überzeugt. Ich weiß jetzt auch nicht so wirklich, ob ich das nochmal spielen werde, aber ja. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich trotzdem gefallen. Das war mein 15 Minuten mit Assassin's Creed, dem Multiplayer in diesem Fall. Und ja, der Link zum Spiel unten in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal ja, und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert mich oder lasst es. Macht, wie ihr Bock habt. Ich bin raus. Macht's gut.